Setze dich für diese Meditation am besten in einen kreuzbeinigen Sitz deiner Wahl. Achte darauf, dass du gut entspannen kannst. Deine Schultern hängen locker herab. Die Hände liegen auf deinen Knien oder Oberschenkeln auf. Dein Rücken ist aufrecht und gerade. Dein Kopf befindet sich in einer Linie mit der Wirbelsäule. Zieh dein Kinn noch ein klein wenig Richtung Brust und schließe deine Augen. Atme tief in Bauch und Brust ein und aus. Lass den Atem tief in dich strömen und lang und sanft wieder ausströmen. Versuche, deinen Atem nicht zu beeinflussen, sondern ganz natürlich fließen zu lassen, in seinem eigenen Rhythmus. Stell dir vor, wie du mit jedem Einatmen Entspannung einatmest. Du atmest die Entspannung ein und sie fließt in alle Teile deines Körpers. Mit jedem Ausatmen lässt du alle noch verbliebene Anspannung los und gibst sie mit dem Ausatmen an Mutter Erde oder auch einfach den Raum um dich herum ab. Einatmen und entspannen. Ausatmen und entspannen. Spüre, wie Körper und Geist alleine durch die ruhige Atmung immer mehr zur Ruhe kommen und immer mehr entspannen können. Es gibt gerade nichts zu tun, außer zu atmen und zu entspannen. Lass nun ein Bild vor deinem geistigen Auge entstehen. Du stehst auf feinem Sand, feinem, warmen Sand. Der Sand fühlt sich angenehm an deinen Füßen, umspielt sanft deine Zehen. Du beugst dich nach unten und malst eine Linie vor dir in den Sand. Diese Linie symbolisiert die Gegenwart und sie trennt die Vergangenheit von der Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart,
Zukunft. Diese vermeintliche Realität nimmt all unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Wir sind gefangen in den Fragen, wann, wo, wie. Unser ganzes Leben wird davon bestimmt, immer getrieben, vorwärts zu gelangen, sich fragend, was als nächstes kommt, immer wieder das Jetzt vergessend. Jetzt und hier. Jetzt und hier sitzt du, hörst mich, atmest und bist. Jetzt und hier. Vergiss einfach mal deine Ziele. Vergiss deine Wünsche und Träume. Vergiss deinen fragenden Geist. Jetzt und hier kommst du in Kontakt mit deinem wahren, reinen Sein. Und jetzt und hier spürst du deinen physischen Körper. Atme ein und atme aus. Tiefe und lange Atemzüge. Dein Atem ist jetzt und jetzt und jetzt. Jetzt und hier. Du bist angekommen. Konzentriere dich jetzt auf deine Füße. Stell dir vor, dass aus deinen Füßen lange energetische Wurzeln tief in die Erde wachsen und sich mit Mutter Erde verbinden. Lange, tiefe Wurzeln. Fest verbunden. Stark und ruhig. Und spüre jetzt in deine Knöchel. Spüre, wie das Blut und die Energie von deinen Füßen durch deine Knöchel in deine Beine fließt. Spüre, wie warm und lebendig deine Beine sind. Und spüre auch in dein Gesäß, auf dem du jetzt sitzt oder liegst. Nimm ganz bewusst wahr und entspanne. Lass deinen Atem frei und natürlich fließen.
Lausche dem gleichmäßigen Puls deines Herzens. Entspanne auch deinen Rücken. Entspanne deinen Bauch und deine Brust. Entspanne deine Schultern, die sanft nach unten sinken. Und lass deinen Kopf zusammen mit deiner Atmung sanft von der einen Seite zur anderen rollen. Roll ihn zur einen Seite und rüber zur anderen Seite. Wieder zur Mitte zurück. Lass dein Kinn tief zur Brust absinken. Leg den Kopf dann weit in den Nacken. Und finde jetzt deine persönliche Mitte. Nimm auch deine Augenlider wahr. Lass deine Augen geschlossen und nimm die Bewegung deiner Augen wahr. Sind sie ruhig oder bewegen sie sich vielleicht hektisch? Lass sie einfach tun, was sie gerade möchten. Lass sie einfach sein und beobachte nur. Nutze das Hier und Jetzt und nimm deinen ganzen Körper ganz bewusst wahr. Stell dir nun vor, dass du ganz warm und sicher von einer Eierschale umgeben bist. Du bist jetzt wieder ein Embryo, der Embryo eines Adlers. Du bist sowohl Ursache als auch Wirkung. Sowohl Energie als auch Materie. Du bist Blut und Fleisch, Knochen und Gewebe, Sinne und Instinkte. An diesem sicheren Platz, eingebettet in warme Flüssigkeit, fühlst du dich vollkommen sicher, vollkommen wohl und friedlich, vollkommen beschützt.
Und ganz langsam fängst du an, dich in deinem Ei zu bewegen. Ganz langsam dehnend, wachsend, ausbreitend. Die ersten leichten Risse entstehen in der Schale, die dich umgibt. Die Flüssigkeit um dich herum beginnt durch diese Risse ganz langsam auszulaufen. Du spürst die frische und angenehme Luft, die jetzt sanft zu dir hineinströmt und unbekannte Abenteuer enthält. Du streckst dich und langsam breitest du deine Flügel aus und öffnest so die Risse der Schale. Und deine Flügel erkunden die frische Luft. Die frische Luft trocknet sie. Und du steigst aus deinem alten Zuhause hinaus und betrittst die neue und unbekannte Welt. Vor deinem geistigen Auge formt sich das Bild der Erde. Dieser Planet ist dein gewähltes Zuhause. Du breitest deine weiten Schwingen aus und lässt dich vom Wind hoch in die Wolken tragen. Du nimmst die wundervollen Farben dieses Planeten wahr. Das erdige Rot lehmiger Hügel. Das brillante Orange der Sonne. Und ihre leuchtend gelben Strahlen. Atme das saftige Grün der Wiesen und Wälder und genieße deinen Flug über das tiefe Blau des Meeres und unter dem hellen Blau des Himmels. Du fliegst immer höher, bis hinein in den indigofarbenen Nachthimmel. Erkundest die violetten Strahlen, die aus der Atmosphäre in das Universum fließen. Spürst das weiße Licht in dir und oberhalb deines Kopfes. Das weiße Licht, das dich mit allem verbindet.
Übergib deinem weißen Licht nun alle deine tiefsten Wünsche und Träume. Vertrau ihm alles an, was du in der Tiefe deines Herzens mit dir trägst. Und sieh, wie das Licht deine Wünsche und Träume in die Welt trägt, ins Universum, ins Leben. Wie deine Wünsche die Welt mitformen und deine Träume die Essenz des Lebens werden. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Du bist der Schöpfer deiner Realität. Glaube an dich, an deine Wünsche, deine Träume. Glaube, forme. Und lebe hier und jetzt. Du bist mit allem verbunden. Du bist Liebe. Du bist Licht. Du bist jetzt. Dich nun wieder auf den Boden absinken. Sinke aus den weiten Schichten des Himmels und des Universums wieder immer tiefer hinab. Ganz behutsam. Lass dich vom Wind hinuntertragen. Bis du wieder den Boden der Erde berührst. Und vom Adler wirst du wieder zum Menschen. Dem Menschen, der auf dem Boden sitzt oder liegt. Dessen Atem tief in Bauch und Brust strömt, lang und sanft wieder ausströmt. Und du kehrst mit deinem Bewusstsein wieder in deinen Körper zurück. Spürst deine Hände und Füße. Bewegst sie sanft und lässt deine Bewegungen gemeinsam mit deiner Atmung immer größer werden. Lässt dich von wacher und frischer Energie erfüllen und kommst Stück für Stück wieder in dein waches Tagesbewusstsein zurück, während du dich fühlst wie neugeboren,
bewusst und achtsam im Hier und Jetzt angekommen. Und du streckst und dehnst dich, nimmst noch ein paar tiefe Atemzüge. Und wenn du soweit bist, öffne langsam deine Augen und glaube, forme und lebe jetzt und hier.